Ja, und der Letzte kommt zu einem neuen Video bei dieser riesen Scheiße hier. Ich nehme mal eben die Maske ab, komm gerade vom Einkaufen. Na Freunde, wie geht's euch? Eieiei, ich sage euch was für ein Geraffel. Kontaktverbot wegen Covid-19, das heute ein bisschen gelockert wurde. Heute am 6. Mai, zumindest in NRW, soll es ab nächsten Montag wieder ein bisschen lockerer verlaufen. Ende Mai ist dann der Großteil gegessen, mit Ausnahme des Rests an Kontaktverboten und der Großveranstaltungen. Junge, 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 aber das meiste soll jetzt angeblich gegessen sein. Egal, heute widmen wir uns mal wieder einem etwas schöneren Thema, einer neuen FB-Trinkfolge. Und es wird heute besonders interessant, nämlich wir werfen heute einen Blick auf ein Erzeugnis aus dem Hause Lidl, auf das Perlenbacher Pilz und Energy. Ja, ihr habt richtig gelesen. Perlenbacher Pilz, Premium-Pilsener mit Kong Strong Energy. Ihr kennt ja sicher Wodka Energy, Wodka O, Jägermeister Energy. Energy Drinks werden mit sehr viel alkoholischen Spirituosen gemischt und erzeugen einen Mischkonsum aus Alkohol und Koffein, der ungesünder ist, als man sich das vorstellen könnte. Nicht gerade gesund, Koffein und Alkohol zu mischen, aber ja, man macht's. Allerdings meistens nur mit Spirituosen, nicht mit Bier. Dementsprechend war ich sehr interessiert, was Lidl hier bewerkstelligt hat. Das ist das wahrscheinlich wieder Frankfurter Brauhaus. Warten Sie kurz, wo steht es denn? Nee, oh, das Bier kommt nicht mal aus Deutschland. Brasserie Champigneux SAS aus Champigneux. Aus Frankreich kommt dieses Erzeugnis. Interessant, 5,0%, also so viel wie normales Pilz. Man hat also mich interessiert gerade, wie das hier, ich sehe es gerade, 83% Bier, 17% Erfrischungsgetränk. Aus irgendeinem Grund dachte ich, dass das Verhältnis bei 1 zu 1 liegt, also 50% Bier, 50% Energy, wobei das Mischverhältnis auch bei Jägermeister Energy nicht 50 zu 50 lauten sollte, aber aus irgendeinem Grund dachte ich daran. Ja, 83% Bier, Wasser, Gerste, Zopfenextrakt, immerhin deutsches Reinheitsgebot, Wasser, Zucker, Kohlensäure, Säurungsmittel, Aroma, Antioxidationsmittel, dieser Kong Strong, dieser Red Bull-Verschnitt von Lidl halt, wurde hier gemischt in Frankreich. Ich blende euch mal ein, wo das ungefähr liegt, Champigneux, 500%, ja. Ich verspreche mir sehr wenig davon, weil ich finde die Mischung aus Bier und mit einem Schuss Energy ein bisschen gewagt, muss man so zu sagen. Aber ja, wir wollen Taktik vom Abend loben. Ich tippe ein bisschen häufiger heute auf dieses Erzeugnis, weil es mir gerade runtergefallen ist. Hoffentlich sollte das reichen. Nein, leider nicht. Warten wir ein bisschen. Es handelt sich ja hier nicht um ein reines Bier, sondern um ein Mischerzeugnis. Dementsprechend haben wir noch die Kohlensäure vom Energy. Und es riecht absolut pervers. Wow, vielleicht auf die Idee zu kommen. Ja, schenken wir es mal ein. Wie gesagt, wir dürfen nicht mit denselben Ansprüchen an dieses Bier rangehen wie an ein normales Bier, weil es halt kein normales Bier ist, sondern gestreckt wurde mit Kong Strong Energy. Bier Energy. Wer kommt auf die Idee? Es muss doch, im Kapitalismus gibt es ja immer Ursache und Wirkung. Die Tatsache, dass dieses Erzeugnis existiert, dass es ein Angebot dafür gibt, ist eine Folge der Entwicklung, dass es hier für eine Nachfrage gab. Warum wurde das hier auf den Markt geworfen? Weil Leute es angeblich wollten, weil es anscheinend gekauft wird. Wow. Also wenn ich jetzt mit dem Gedanken rangehen würde, es würde sich hier um ein normales Bier handeln. Also erstmal, wir machen es ja komplett strukturiert wie immer. Relativ schal, man sieht ein paar Bläschen, aber sonst war es das auch. Sieht trotzdem für so ein Erzeugnis sehr nah aus wie ein Bier. Also ich hätte es einfach gesagt, es ist ein normales, schales Bier, das unterdurchschnittlich aussieht, aber nein, es wurde dann Kong Strong gemischt. Andererseits würde ich eher erwarten, dass hier auch sehr viel Kohlensäure drin ist, dass man sehr viel sieht, weil Kong Strong Energy, Zucker und Kohlensäure und Aroma, mehr ist da nicht drin, oftmals. Es riecht pappsüß. Und diese Pappsüße geht halt auch in diese Energy-Drink-Note rein. Allerdings versuche ich gerade zu trennen, was riecht hier nach Bier und was nach Energy. Auf der Verpackung steht ja, auf der Dose steht ja 83% Bier und 17% koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk. Das riecht nämlich eher nach dem Gegenteil. 83% Kong Strong, 17% Bier. Vielleicht im Geschmack ist es ein bisschen stärker. Wie gesagt, ich muss meine Ansprüche heute ein bisschen
demaskieren, weil ich kann dieses Erzeugnis natürlich nicht mit dem Bier vergleichen. Ich muss mich also ein bisschen umjustieren. Was habe ich hier zu erwarten? Ich erwarte nichts und bekomme wahrscheinlich einiges. Ob mir das gefallen wird, ist eine andere Sache. Wie gesagt, werfen wir einen Schluck auf dieses Erzeugnis aus Frankreich. Prost. Interessant. Man könnte es auch als etwas komisches Malzbier deklarieren, allerdings mit 5% Alkohol. Ich hätte ja auch erwartet, dass das Bier so wie die ganzen Warsteiner Cola oder Cap Cola im Bier oder V+, dass es nur 2,5 oder 2,8 oder halt diese Mischgetränkkennzahlen enthält, ne? Also von Bier und Cola, Fanta, Sprite oder Malzbier halt, ne? Bier mit Schuss. Aber 5,0%. Wie gesagt, 83% Bier, ne? Ja, es ist einfach sehr, sehr ähnliches. Also, was hat eher was von süßem Gebäck, was? Allerdings natürlich ziemlich künstlich. Es riecht penetrant, wie man das von einem Energy Drink erwarten sollte. Ja, auch wenn es hier nur 17% sind. Ja. Ich frage mich aber immer noch, wo die Zielgruppe liegt. Wer kauft sowas? Ja, also, um besoffen zu werden, kauft man sich das nicht. Ja, da holt man sich einen Liter Kongstrom und dann einen Liter von deren billig rum. Übersee rum mit 55%. Ja, also zum Wegknallen kauft sich das keiner. Biertrinker kaufen sich das wahrscheinlich auch nicht. Wer kauft sich das? Leute, die aus Spaß an der Freude neue Gewohnheiten sich aneignen möchten, die ja neue Sachen ausprobieren möchten. Bier und Energy Drink. Mich würde mal interessieren, wie das Bier ohne diesen Energy Drink-Anteil schmecken würde. Weil Bier übertüncht dir so einiges. Für seine 17%. Ne? Wohlgemerkt, 17%, das ist nicht mal ein Fünftel. Ne? Es ist sehr schwer, diesen Biergeschmack rauszufiltern. Was schmeckt hier nach Bier? 83% hiervon ist Bier. Ja? Und ich schmecke hier eigentlich nur Energy Drink mit vielleicht einem leichten Malztouch. Aber auch nur einen ganz leichten. Also als ob da irgendwie so ein bisschen Malz vorbeigeflogen wäre. Ja? Vorbeigeflogen an der Comstrong Brauerei. Aber mehr auch nicht. Biermischgetränk aus 83% Bier. Beste Rohstoffe garantiert höchsten Genuss. Hat übrigens Kalorien ohne Ende, ist ja ganz klar. Bier enthält viele Kohlenhydrate und durch den Energy Drink wird es natürlich genauso kohlenhydratlastig. 100 Milliliter enthalten gleich 57 Kilokalorien. Ja, also an die 300 Kalorien durch dieses Döschen hier. Wer trinkt sowas? Das ist das Kuriose daran. Ich glaube, es ist einfach ein Blickfang im Lidl. Ja? Man wirft einen Blick auf die Dose und denkt sich, Pilz und Energy, wer trinkt das? Warum existiert es? Und man nimmt es einfach mit. Das ist halt dieser Faktor, der das Bier halt, wodurch halt der Erzeuger sich das Bier bezahlbar macht. Leute sind neugierig. Und es schmeckt nicht so schlecht nach Energy-Maßstäben, weil es schmeckt halt einfach nur nach Energy. Aber wenn ich Kongstrong will, dann hole ich doch Kongstrong. Kongstrong ist wahnsinnig billig, also diese Billigmarke von Lidl. Da kriegst du, glaube ich, mittlerweile einen halben Liter für 0,5 Liter Dose für 50 Cent oder weniger. Also Kongstrong ist ziemlich günstig. Deswegen frage ich mich, was soll das? Einfach für diesen Besonderheitseffekt. Ja, also die Nachfrage wird generiert durch Leute, die sich das einmal holen, um einfach es abzuhaken. Einen Schluck noch, dann zu meinem... Ja, dann komme ich zu meinem sehr unentschlossenen Fazit, weil ich immer noch nicht weiß, was ich davon halten soll, langfristig gesehen. Ja, Freunde, ich mach's mal einfach und setze für dieses Erzeugnis genau die Mitte an. 5 von 10 Punkte bekommt das Bier von mir. Es ist nicht sonderlich scheiße, ist auch nicht sonderlich gut. Es ist im Wesentlichen ein etwas mildes Kongstrong mit einem leichten Malzaroma, wenn man es auch so definieren kann. Nichts an diesem Mischerzeugnis erinnert mich an einen richtigen Biergeschmack, obwohl es zu 83% immer noch verallgegenwärtigt euch das mal weiterhin. Mehr als 4/5 von dieser Dose basieren auf richtigem Bier. Was sage ich erstmal Zopfenextrakt, das auch noch im deutschen Reinheitsgebot gebraucht wurde und mit 17% dann Kongstrong verwässert oder verfälscht wurde. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wem ich das empfehlen soll. Wer sowas will, wer sowas sich kauft, außer für den, Novellenfaktor, ne, Neuheitsfaktor, 5 von 10. Ich trinke sehr gerne Energy Drinks, vor allen Dingen die violette Sorte von Rockstar, Guave, irgendwas. Die schmeckt super, aber so dieser klassische Red Bull-Geschmack, dieses pappsüße Künstliche, da gibt es einen Unterschied, den brauche ich nicht.
und auch nicht mit 83% Bier gemischt. Also, ich weiß nicht, was ich davon halten soll und ich denke, dabei belassen wir es. 5 von 10 Punkte. Wer daran interessiert ist, für den ist das Bier wie gemacht. Weil ich denke, dass die Zielgruppe der Brauerei, dass man Leute anlockt, die mal was Neues ausprobieren möchten. Pilz und Energy. Wer auf die Idee kommt. Tja, 5 von 10 Punkte für dieses tolle, interessante Erzeugnis. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder, hoffentlich mit weiteren Lockungen in Bezug auf Covid-19. Bis dahin, auf Wiedersehen.